Es muss doch hier irgendwo sein, verdammt. Aber der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Sei still, da ist Geron. Wenn der uns belauscht... Warte nur, Färbersohn. Um mich zu besiegen, braucht es mehr als einen gekämmten Schopf. Ohne Eugierd ist der Knecht eigentlich ganz freundlich. Nicht zu mir, natürlich. Ein einziges Seil für all diese Fässer. Die durchtriebensten Schweine des Königreiches. Immerhin lässt der Schustermeister sie nicht mehr frei umherlaufen. Hast du noch nicht genug Schlamm gefressen, Vogelfänger? Soll Ulfried dir noch einen Nachschlag besorgen? Nein, danke. Was kann ich dann für dich tun, mein Freund? Gib mir mein Eichenblatt zurück. Sonst? Sonst verfluche ich den Fleischkloß, dass ihm alle Zähne ausfallen. Was habe ich dir gesagt, Olgierd? Halt den Mund, Ulfried. Verschwinde endlich, Hexenbalg. Wir wollen dich in Andergast nicht mehr sehen. Dich und deinen Fluch, der uns alle ins Unglück reißen wird. Ihr und euer Aberglaube. Es ist Prophezeit. Mein Eichenblatt hilft euch doch gar nicht weiter. Du hast Messing, Olgierd, ich habe Kupfer. Ja und? Das reicht schon mal, damit du den Sieg nicht einheimsen kannst. Das wäre das Ende vom schönen Andergast. Dann würde uns der Schweinerotz bis zum Hals stehen. Blödsinn. Es wäre das Ende von eurem abergläubischen Geschwätz. Oh, das Hexenbalg will sich also beweisen. Du bist doch nur ein Vogelfänger. Du bist den Nostriern doch Spinnefeind. Warum nimmst du überhaupt an einem Wettstreit zu Ehren ihrer Königin teil? Ich mache das nicht für diese Nostria-Metze, sondern für mich. Mit diesem Pack wird es niemals Frieden geben. Ein Bündnis zwischen Andergast und Nostria? Das wäre so natürlich wie... Wie ein fliegender Frosch. Geistreich. Mein Eichenblatt hilft, du hast Mess. Ja, und das Rad, das wäre, dann würde... Blödsinn, es wäre... Oh, das Heck, du bist doch... Hau bloß ab. Also, der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Wie war nochmal der Rätselspruch, Olgierd? Ach, kannst du dir denn gar nichts merken? Der Wächter vor der Burg, der hat ein Hemd und eine Hose. Und in einem von beiden, da hat er ein Blatt. Ein Blatt? Ja, aber er schwört bei Praios, dass er es nicht hat. Lass mich nachdenken. Man munkelt, die Geweihten der Kriegsgöttin halten nicht viel von den Friedensbemühungen des Königs. Wenigstens kann es ruhig schlafen. Es weiß ja auch nicht, was ihm blüht. Jindrich ist unverbesserlich, aber sonst haben wir nichts gemeinsam. Heda ist unvorsichtig wie immer. Ihre Schatulle hat nicht einmal einen Verschluss. Heda bleibt Hilda. Sie steht hier noch in 100 Jahren. Na, reinschauen ist verboten. Der Pflaumenschnaps vom alten Seffel. Mästet er damit immer noch seine Schweine? Ach, die haben jeden Tag Schluck auf. Naja, ich verstehe ja nichts von Musik. Hast du die Puppe selbst gemacht? Gefällt sie dir? Naja. Jetzt halten schon Kleider als Festschmuck her. Kleider habe ich zum Glück selbst. Kleider habe ich... Das lasse ich lieber. Ach nein.
Das ist ein Stadtbüttelhemd. Was machst du da? Der schöne Festschmuck. Ich darf das. Tatsächlich. Eines von Eugiers Messing-Eichenblättern. Mal sehen, was dem Schwätzer dazu einfällt. Dort hätte ich lernen können, Feuerbälle gegen Nostria zu schleudern. Aber immerhin kann ich Tonkrüge zerdeppern. Willst du was? Sieh mal, Eugiert, ein Eichenblatt aus blankem Messing. Ist mir einfach vor die Füße gefallen. Das muss das vom Burgwächter sein. Wo hast du... Lass uns doch tauschen. Eichenblatt gegen Eichenblatt. Damit du gewinnst? Auf keinen Fall. So gewinnt keiner von uns beiden. Es sind noch andere im Wettstreit, wie du weißt. Also schön. Wie viele Eichenblätter hast du schon? Genauso viele wie du. Verstehe. Also gut, Vogelfänger. Heute ist dein Glückstag. Wir tauschen. Aber sei gewarnt, Gion. Wenn du gewinnst, schlägt Ulfried dich grün und blau. Dann sollte er sich schon mal ausruhen. Hau bloß ab. Tempel der gütigen Göttin. Und selbst dort bin ich nicht gern gesehen. Dem neuen Dorf sitzt immer noch der alte Heermeister in den Knochen. Troga hat mich einmal in der Speisekammer der Burg erwischt. Frage mich nur, was er dort gesucht hat. Ein beschwertes Leben, wenn man sich mit diesem Dreck zufrieden gibt. Was streunst du hier rum, Vogelfänger? Du hast in der Burg nichts zu suchen. Du schon wieder? Wie lautet das Rätsel für das letzte Eichenblatt? Das Rätsel für das vierte Eichenblatt ist gerade richtig für dich. Die Säue am Nordtor sind seltsame Tiere. Die Eicheln fressen sie auf, aber die Blätter, die fressen sie nicht. Säue am Nordtor... Eicheln, keine Blätter. Klingt leicht. Aber wieso ist das Rätsel genau etwas für mich? Spute dich lieber, bevor ein anderer gewinnt. Welcher Preis winkt noch gleich dem Sieger? Der Sieger wird vom König selbst geehrt. Was genau bedeutet das? Scher dich fort, wenn du das nicht zu schätzen weißt. Unwürdiges Pack. Ich komme wieder. Geron, hast du schon eine Lerche für mich gefangen? Nein, noch nicht. Ach, Geron, ich habe das Gefühl, du strengst dich gar nicht richtig für mich an. Unsinn. Es ist einfach nicht die Zeit für Lerchen. Du kannst mir ja viel erzählen. Was willst du überhaupt mit einer Lerche? Sie soll für mich singen, was sonst? Natürlich. Was meinst du, bekommt der Gewinner des Wettbewerbs? Ich schätze, der Sieger bekommt ein Lob vom König und darf sich mit einer Medaille brüsten. Das war's? Wieso? Machst du etwa mit? Warum nicht? Ach, Geron, du lässt dich nicht unterkriegen, hm? Gefällt dir die Musik? Ja, ich höre schon die ganze Zeit zu. Ich würde so gern noch näher zum Musiker gehen und ihm beim Spielen zusehen. Aber leider muss ich hier bleiben und auf die Lose aufpassen. Ach, würde er nur das Lied von der Bärenbraut spielen, dann könnte auch ich mich nicht mehr zusammenreißen. Hier ist schon einiges los, nicht wahr? Ja. Ist das nicht großartig? Und das ist erst der Anfang. All die fremden Menschen, die wunderbare Musik. Endlich kommt das Leben mal nach Andergast. Aber
Hast du schon von der Magistra Dorota gehört? Die Alte? Die aussieht wie ihr Zauberstab? Sei nicht so spöttisch, sie ist tot. Tot? Die Augen ausgerissen. Genau wie bei Ritter Olderich. Sonderbar. Ja. Ach, der Spielmann ist wundervoll, findest du nicht?